Mario auch immer so unregelmäßig, weil wir dazu die Lust brauchen. Oder eher ich. Wenn ich keine Lust habe, dann zocke ich auch nicht. Oder zocke halt was anderes. Was dann darunter leidet, dass halt YouTube nicht so häufig dann das Größte davon sieht. Ich hatte Glowstone und das würde ich gerne einsetzen. Jetzt das ist schon wieder the door. Wo nehme ich denn? Ich war doch in der Hölle und habe doch Glowstone mitgebracht. Wo habe ich denn hingeschmissen? Jetzt gehen wir erstmal pennen. Muss ich ja nur alleine schlafen. Oh, da, 2, 3, 4. Vielleicht mache ich da so halbe Blöcke und gehe vielleicht noch meine Hölle oder mache das beim nächsten Mal mit dem Glowstone, weil ich einiges brauche noch. Möchte extrem. Wenn ich das Haus doch umgestalte. Also, das obere hier. Das ist ein bisschen wegkommen, weil es gefällt mir nicht. Gefiel mir vorher, so die Aufmachung. Aber mittlerweile bin ich ein bisschen unschlüssig damit. Warum dreht ihr die schon wieder nicht? Na egal. Ah, jetzt drehen sie wieder. Na, die Busch setzt sich da glaube ich dahin. Moment. Den mache ich mal hier hinter. Man hört. Oh, jetzt sieht das geil. Warum der nicht weitermachen will, weiß ich nicht. Oder wollen jetzt alle drei wieder nicht? Ein bisschen komisch manchmal mit denen. Ich brauche nochmal Wasser. 1, 2, 3. Fackel nicht, aber Schaufel, Erde, Erde tue ich mal weg. Damit hier Strom produziert wird fürs Haus. Jetzt kann ich, wie hieß er denn? Der Mod. Gucken wir mal im Water. Immersiv. Gibt's denn Lampen? Waffen will ich nicht. Na, hier gibt's so die Dinger. Ja, Laternen. Die sehen aber jetzt auch nicht ganz bombastisch aus. Gucken. Mal schauen, was wir daraus machen können. Und dann wollte ich, weil ich jetzt dreimal mache, muss ich natürlich ein bisschen breiter bauen. Ja. Hier weg, du kleiner Busch. So, dass sie ein bisschen breiter kriegen im Ganzen. Maus. Nicht verziehen, danke. Was ist denn los? Achso, da mein Handy liegt da drauf, dann kann das Kabel nicht so ganz sich bewegen. Tschüss, Flasche. Jetzt war da nichts mehr drin. Hürde. Hier oben einen kleinen See anlegen. Dann das Wasser darunter fließen lassen. Da lassen wir vielleicht den Baum in der Mitte. Gucken. Und ein bisschen Deko-Gestaltung. So, den Baum hier. Ja, der kann ja da bleiben. Muss ich eventuell so machen. Oder so, damit das hier nicht drüber schwappt. Fackeln. Weil dann würde ich nämlich gerne eine Fackel zumindest hinterm Baum setzen. Erstmal. Vielleicht, wie gesagt, da kommen auch andere Bäume noch hin. Das soll ein bisschen anders noch aussehen. So, damit das nicht drüber fließt. 1, 2. Dann kann ich mir eine unendliche Wasserquelle schnurren hier. Bye.
hier. Dass wir den Wasserfluss hier runterkriegen. Ja, sieht auch danach aus, so langsam, dass es kommt. Gut, die anderen müssen wir jetzt ein bisschen befüllen nach und nach. Ah, der fließt klar. Aber jetzt sagen, okay, 1, 2, 3, 4. Sieht man auch, wie schön das hier mit dem Mod ist. Wie sie einfach, wenn das Wasser bildet, einfach dieses Zeug da vorbeikommt. 1, 2, 3. So, und jetzt wird der nämlich mit dem anbinden. Ja. Und das ist, was ich wollte. Okay, das ist nicht der Müllbeutel, das ist der, ja, keine Ahnung. Reiserucksack. Okay, und der andere ist dann der Müllbeutel. Müllbeutel. Damit ich hier so ein Kack da reinschmeißen kann, die ich erstmal nicht brauche. Ja. Erstmal rein. Falls ich da Holz oder Steine drin habe, die kann ich ja immer nachher noch rausholen. So, dann würde ich hier vielleicht ein paar Bäume hinsetzen. Also von denen. Da schauen wir, ob wir Knochenmehl haben. Ah, oh, die Kisten wackeln immer kurz immer. Das ist ein bisschen nervt. Aber die Atmosphäre natürlich wieder dem Ganzen überwiegt. Keine Knochen. Keine Knochen. Keine Fossilien, habe ich gerade gesehen. Wir haben zu wenig Monster geklatscht. Was ist das? Sugar? Sugar, Sugar. Zucker, Zucker. Kalk. Okay, wir haben noch da ein paar Fossilien. Ist aber auch nur minimal überzeugt davon. Pines jetzt nicht, aber wie gesagt, den roten Wald und den bunten Bäume bin ich auf jeden Fall dafür. Gucken ohne Magnet. Ja, die Hälfte fließt daneben. Ist richtig, aber mein Gott, es ist halbautomatisiert. Ich muss hier um fast nichts kümmern hier. 36 Stück sind 36 Stück. Besser als gar nichts. Bam, 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 bam. Ah, ich bin schon wieder hungrig. Machen wir das gleich. Dass wir nicht mehr hungrig sind. Ach ja, stimmt, die Mystic Cup mit Double K auch noch drauf. Dann muss ich gucken, dass ich es unten etwas beleuchte. Ah, nicht nur ein, oder? Nur zwei Stück, das ist gut. Hammer dafür. Schauen wir, wie das Holz aussieht. Vielleicht sieht es auch okay aus. Dann kann man das auch noch vielleicht fürs Innending nehmen. Ich hätte gerne so eine weiße oder eine hellere Küche. Oder ein helleres Wohnzimmer. Dann die beiden Schlafzimmer. Also, wenn das und nicht so unsere Sachen drin reinpacken könnten. Das ist ein bisschen komisch. Das ist so gräulich. Mag ich nicht. Einen stelle ich mir wieder hier hin. Das denn? Für ein halber Winzling. Jo. Oh mein Gott. Ein halber Winzling. Haben wir Betrug. Mindestens einen davon wieder, okay. Na, ich weiß, dass ich Hunger habe. An den Ohren kann ich noch nie wegschlagen, aber
können. Mal hier rüber jumpen. So, jetzt habe ich doch. Bauen wir. Ja, okay, ein bisschen groß geworden. Aber das kriegen wir mit den ganz anderen Bäumen auch noch hin. Fackel. Jetzt sind wir dahinter, damit das ein bisschen beleuchtet ist. Nein, der kriegt halt den Strom nicht weg, deswegen hält er, glaube ich, auch mal an. Ja, die Bäume gefällt mir. Wo habe ich die eigentlich her? Oh, jetzt muss ich mal mich ein bisschen wegbewegen. Das nehme ich nicht mit, das nehme ich nicht mit. Ich glaube, ich gehe gleich mal unterwegs und schau mal, ob ich was finde. Veggie-Rollen, Menü, was nehme ich denn Essen mit? Ich nehme erstmal ein fettes Mehl hier. Was nehmen wir da mit? Ich nehme ein paar von den dicken Dingern unten mit. 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Das ist der Müllbeutel, den brauche ich jetzt nicht. Ah, hier habe ich auch noch normaler standardmäßig Essen mit drin, also. Das ist schon okay. So, dann roden wir den Wald sozusagen auseinander, wenn wir. Spitzhacke? Ne, eine Axt. 2, 3. Da habe ich noch 6. Ja. Können aber 6 machen. Äxte. Und besorge ich halt schon mal ein paar Zepplinge, damit wir das auf jeden Fall gestalten können. Oder wir machen das Haus. Und ich hole mal ein bisschen Osprey, ein paar Setzlinge. Was ja auch ein bisschen nervig ist, also ein bisschen zu sammeln, aber das könnten wir machen. Weil ich nicht weiß, wo der Wald war. In welcher Richtung war der denn? Da oder da? Weiß es gar nicht mehr. Schau ich beim nächsten Mal. Packe ich halt in meinen Reiserucksack jetzt gerade das Essen rein. Den tue ich mal wieder in Freiluft sitzen. Gucken, wie der wächst. Dann will ich das halt, wie gesagt, bisschen ins Herbstliche reinkriegen. Da. Wenn wir das ruhig stehen. Ja, gefällt mir viel, viel besser. Gut. Zick, zick, zick. Dit. Wenn wir es heute noch brauchen. Nur wie viel weiß ich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, was ich für ein Holz nehme oder. Allgemein, was für ein Zeug. Würde ich glaube nur ein bisschen Wald roden müssen. Was den Kleinen da hinten betrifft, wo die Dornbüsche schon so zwischen sind, weil der ein bisschen im Weg ist. Dass man vielleicht uns so ein bisschen in eine Waldlichtung rückt. Und drumherum viel, viel Wald setzt. Oder den Wald als Schutzmauer gewähren lässt. Muss mal gucken. Dann haben wir hier oben so ein. Ja, wenn hier oben der Strom ist oder der Strom produziert wird, ich kann das ja mit diesen Weihers verbinden und dann halt so um das Haus ziehen. Dass es halt hinten noch am Haus entlang geht, dass man vielleicht unter dem Haus, na, oder irgendwo so ein kleines Häuschen hinsetzt. Oder vielleicht nur die Windräder als, oder die Wasserräder nur als Deko macht. Nicht für als Stromerzeugung. Was haben wir mit dem Mod, was wir mit Strom bauen? Oh. Was gibt's denn da Schönes? Heavy Heat Block. Weiß gar nicht, was ist da. Was mit craften konnte. Aber es gibt ja keinen elektronischen Ofen. Was ja da drunter ist. Aber Thermalgenerator. Item Router. Das ist Bank. Lightning Watt Base. Aber wie oft schlägt hier ein Blitz ein? Ein Drill, simpel. Ah, stimmt, das war ja für diesen Drill. Was wir noch machen könnte, man Quascher. Aber braucht man das? Query ganz schön okay.
aber ich weiß gerade nicht warum. Weil ich gerade dieses. Also ich mag das Ausheben nicht. Bin ich ganz ehrlich für. Aber ich mag es halt für große Projekte zu machen. Da ist eine Kirby eigentlich ganz okay für. Und deswegen finde ich, wenn wir Strom haben, können wir diese Energy Pipes errichten oder diese Energie dafür nutzen. Man muss es ja nicht übertreiben. Dafür gibt es ja andere Projekte. Oder andere Mods, die das machen. Jetzt überlege ich gerade, von der Leiter runter machen. Oder so eine Art, naja. Ach, okay. Ein bisschen schwierig, aber ich setze hier drunter einen Pfosten. Und zwar hier. Den wir im Haus hochziehen. Gucken, ob der schön mittig wäre. Oder mittig ist. Ungefähr. Ja, passt. Dun, 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 dun. 1, 2, 3. Ah, ich weiß, jetzt noch ein höher. Vielleicht noch ein.